So, schönen guten Mittag, herzlich willkommen hier bei einem weiteren Webcast. Heute entdeckt man dann eine Plattform für Aufsatz- und Rechtschreibförderung mit dem Namen Ida-Blog. Und für uns die zu präsentieren, sind wir ganz froh, hier Kerstin Nobel können zu begrüßen. Kerstin, vielen Dank an dich, dass du dabei bist heute. Und ich gebe dann auch gleich das Wort an dich weiter. Ja, von mir auch. Hallo, ich bin Kerstin Nobel und ich arbeite an der Uni Köln. Und unser Forschungsschwerpunkt ist halt Schreibförderung und zu einem großen Teil auch digitale Schreibförderung. Heute stelle ich IdaBlog vor. Das ist ein Projekt unter anderem von der TU Graz, das einfach Aufsatzschreiben digital mit Rechtschreibförderung verbindet. Und ich finde, das ist ein sehr wertvolles Tool, sowohl für die Präsenzbetreuung, aber auch natürlich für die Distanzarbeit. Und ich stelle heute alle Möglichkeiten vor, die IdaBlog hat, um die drei Phasen des Schreibprozesses zu unterstützen. Und in einigen Phasen wird es auch darum gehen, dass wir als Lehrkräfte da mit unterstützen und zusätzliche Tools anbieten. Das Bild hier, das ist die Ansicht, die eine Schülerin oder ein Schüler sieht, wenn er sich einloggt. Die Plattform ist gratis und auswählen kann man als Schülerin oder Schüler einen Text zu schreiben, die schon geschriebenen Texte ansehen. Es gibt einen Klassenblock und die Auswertung bezieht sich auf diese Rechtschreibförderung, die integriert ist. Bevor ich weitergehe, kurz was zum Aufsatzschreiben. Prinzipiell ist der Prozess des Schreibens in drei Teile unterteilt, und zwar das Planen oder Pre-Writing, das tatsächliche Aufschreiben und das Überarbeiten vom Text. Und mit allen drei Phasen kann man IdaBlog gut einbinden. Insbesondere eignet es sich aber für das Aufschreiben und das Überarbeiten von Texten. Deshalb zeige ich einmal, wie das aussieht. Hier haben wir also ein Textfeld, was schon die Überschrift und den Hauptteil unterteilt. Aber es ist so, dass ganz viele Schülerinnen und Schüler, die Probleme haben, Aufsätze zu schreiben, schon vorher Probleme haben. Das heißt, in der Planungsphase, bevor ein Text aufgeschrieben wird. Und es zeigt sich von der Forschung her, dass Kinder und Jugendliche, die schlechte Aufsatzschreiber sind, also die Probleme in dem Bereich haben, teilweise weniger als eine Minute nutzen, um ihren Text zu planen. Wir geben also als Lehrkräfte ein Thema rein und viele Schülerinnen und Schüler schreiben sofort drauf los. Das resultiert dann darin, dass es eher so ein Knowledge-Telling ist, also Ideen hinter Ideen schreiben und daraus resultiert oft ein eher inkohärenter Text, der manchmal auch eher so ein Gedankenabschreiben ist. Und um das in eine Form zu bringen, die dazu führt, dass ein Aufsatz richtig qualitativ gut und hochwertig wird, kann man Kindern, bevor sie in IdaBlog schreiben, Planungshilfen an die Hand geben. Ich habe hier ein Beispiel und ich habe das nur bei Google eingegeben. Wir befassen uns an der Uni ganz viel damit, da gehe ich aber ja jetzt nicht drauf ein. Hier sind mehrere Visual Organizers, die Kindern und Jugendlichen Hilfen geben können, wie sie Ideen strukturieren, Stichpunkte sammeln, in Graphic Organizern zu den W-Fragen arbeiten und Topic Sentences und Paragraphs und so strukturieren. Und das ist etwas, das ist wichtig, wenn man mit Schülerinnen und Schülern üben möchte, wie schreibe ich eine gute, zusammenhängende Geschichte? Dann gebe ich Planungshilfen. Und hier ist noch eine andere. Das sind aber, wie gesagt, alles Beispiele für Visual Organizers, die man benutzen kann, welche Sie jetzt für Ihre Schüler nutzen würden oder Schülerinnen. Das ist relativ vielseitig und kommt darauf an, mit wem man halt auch arbeitet. Planungshilfen führen im Endeffekt dazu, dass Schülerinnen und Schüler einfach mehr Zeit für die Ideensammlung nutzen, bevor sie anfangen zu schreiben. Und der Erfolg des Schreibens hängt tatsächlich maßgeblich von der Planung ab. Die Planung ist auch nicht abgeschlossen, wenn man dann den Text aufschreibt. Aber maßgeblich vor dem Schreiben eines Textes
Ist es sinnvoll, einen Visual Organizer oder andere Strukturierungshilfen einzusetzen, um dort direkt zu unterstützen? Wenn wir in die Phase des Aufschreibens gehen, also Phase 2 des Schreibprozesses, dann ist IDA-Block ein ganz, ganz großartiges Tool, denn wir können hier ganz normal unseren Text reinschreiben und es ist halt für Schule gedacht. Das heißt, es ist ein bisschen mehr als ein Word-Dokument und es hat zusätzliche Funktionen und es ist auf unsere Bedürfnisse in Schule und Schreibförderung ausgerichtet. Zum einen ist es zum Beispiel so, dass wir eine Erleichterung haben, wenn wir mit dem Computer schreiben. Ich denke, keiner von uns Erwachsenen würde auf die Idee kommen, einen langen Text, der vielleicht eine Story ist oder eine literarische Sache oder eine Zusammenfassung, auf einem Blatt Papier zu schreiben. Gerade im Hinblick auf mögliche Verbesserungen oder Veränderungen im Text ist es natürlich einfacher, das am Computer zu machen und auch am Computer dann wieder zu verändern. Und das gilt natürlich auch für Schüler und Schülerinnen Texte. Die Motivation ist generell höher, am Computer zu schreiben. Und für viele Schülerinnen und Schüler mit grafomotorischen Schwierigkeiten bietet sich auch eine Tastaturschreibung an. Darauf sei auch hingewiesen, ein Tablet ist natürlich für einen Aufsatz nicht so gut, außer es gibt ein zusätzliches externes Keyboard. Wenn wir jetzt hier aufschreiben, dann gibt es da auch gar nichts großartig zu beachten. Ich habe ein Beispiel. So, hier habe ich jetzt einfach mal was aufgeschrieben, ohne darauf jetzt einzugehen, was ist eine Geschichte hin und her. Das macht man im Pre-Planning und das kommt darauf an, welche Form von Geschichten machen Sie gerade im Unterricht. Und jetzt sehen Sie ja schon, hier sind Rechtschreibfehler drin. Ein ganz großartiger Aspekt von diesem Tool ist, dass es eine integrierte Rechtschreibprüfung gibt. Und da sind wir jetzt auch eigentlich schon bei Teil 3 im Schreibprozess, der Evaluation und der Überarbeitung vom Schreiben. Und wenn wir starten, dann würde das die Rechtschreibung schon betreffen. Und wenn ich als Kind jetzt auf Kontrollieren gehe, dann kriege ich in einem oberen Feld meine Fehler angezeigt und habe hier unten die Möglichkeit, die Fehler zu verbessern. Es findet also zum einen keine Negation meines Geschriebenen statt, indem ich rote Flecken habe, wo ich radieren oder neu schreiben oder, wenn es ganz schlecht läuft, abschreiben muss. Und zum anderen muss ich auch nicht der Lehrerin oder dem Lehrer sagen, also ich muss nicht meine ganze Rechtschreibkompetenz hier beweisen, sondern ich kann heimlich ein bisschen an meiner Rechtschreibung feilen, ohne dass das Programm für mich verbessert. Und wenn wir jetzt hier hingucken, kriegen wir Strategiehilfen und nicht einfach irgendwelche Hilfen oder nur Mitteilungen. Wir haben bei Hund die Auslautverhärtung und kriegen die Hinweisregel, verlängere das Wort und leite die Schreibweise ab. Dann haben wir hier zum Beispiel noch überlege Groß- und Kleinschreibung und ein dritter Aspekt wäre, wie schreibt man ein Wort am Satzanfang. IDA-Block hat ein integriertes Wörterbuch, das heißt, es werden nicht alle Fehler erfasst. Und wenn mehrere Fehler in einem Wort sind, dann gibt es auch relativ unklare, dann gibt es halt mögliche Rechtschreibfehler gefunden. Trotzdem ist es immer noch ein Hinweis, der dazu führt, dass Schülerinnen und Schüler selbst tätig werden und dadurch Strategien auch wieder aktivieren können und Strategien üben können. Das ist also ein ziemlich praktisches Tool, um auch gerade im Distanzlernen zu verhindern, dass die Rechtschreibung das Aufsatzschreiben sehr stark kaputt macht. Ein Problem für Kinder und Jugendliche mit Aufsatzschwierigkeiten ist nämlich, bei einer sehr, sehr stark gestörten Rechtschreibung wird so viel Cognitive Load für das Schreiben von Wörtern benutzt, dass das Schreiben von Sätzen oder gar Aufsätzen immer schwieriger wird, ohne dass das daran liegen muss, dass die Aufsatzfähigkeit gestört ist. Und an dieser Stelle kann das Tool echt ganz gut unterstützen. So, wenn wir jetzt weiter in Feedback gehen wollen, dann haben wir noch viel mehr Möglichkeiten hier.
Ich kann jetzt meinen Text, das finde ich auch sehr wichtig, für später speichern. Schulstunden sind ja auch einfach irgendwann Ende. Das heißt aber nicht, dass mein Aufsatz auch schon fertig ist. Ich kann meinen Text verbessern, hier nochmal prüfen. Und wenn ich meine, ich habe den fertig, dann kann ich den meiner Lehrkraft schicken. An anderer Stelle kann ich mir meine Texte, die ich schon geschrieben habe, ansehen und auch wieder bearbeiten. Und hier ist noch eine Möglichkeit, bei mir ist jetzt nichts drin, glaube ich zumindest. Ich habe mich da nicht drum gekümmert. Das heißt aber nicht, dass ich nicht erklären kann, was es ist. Es gibt die Möglichkeit, und ich finde es besonders sinnvoll für das Überarbeiten von Texten, einen Klassenblock zu erstellen oder auch einen Schulblock. Das bedeutet, Texte von Schülerinnen und Schülern können veröffentlicht werden, aber nur für ein limitiertes Publikum. Und zusätzlich wird jede Veröffentlichung von mir als Lehrkraft autorisiert. Es wird also nicht direkt veröffentlicht, sondern es wird angefragt und ich muss es erlauben. Was gut ist, wenn wir in einer Klasse arbeiten, wo es vielleicht Kinder mit emotionalen Schwierigkeiten gibt, die vielleicht auch Sachen erleben, die gar nicht so schön sind. Oder wo man vielleicht eine Ahnung hätte, dass es auch um Schimpfwörter oder Themen geht, die man eigentlich nicht veröffentlicht haben will. Bullying oder sowas. Das kann man alles sehr gut verhindern. Trotzdem führt ein Blog natürlich dazu, dass Kinder ähnlich wie bei Social Media Aspekten, die ja auch sehr motivierend wieder sind und sehr realitätsnah für die Schülerschaft, ihre Texte sehen. Und im Sinne der Überarbeitung könnte man einen Klassenblog dazu benutzen, eine Schreibkonferenz durchzuführen. Schreibkonferenz bedeutet, es gibt Peer-Feedback, das strukturiert darauf eingeht, welche Aspekte in einem Text gefallen gut und welche Aspekte sollten überarbeitet werden. Hier würde ich noch hinzufügen wollen, dass für Schreibkonferenzen und Peer-Feedback geübt werden könnte, was ist denn eine Kritik, welche Kritik ist denn höflich und welche Kritik tut vielleicht weh. Was sollte man überhaupt kritisieren und was kann man denn auch loben? Also quasi Regeln für die Zusammenarbeit im Sinne einer Schreibkonferenz können dann dazu führen, dass auf einer Metaebene Texte von anderen bewertet werden und auch eigene Bewertungen gelesen werden können. Das ist eine ziemlich gute Möglichkeit, geschriebene Texte ohne dieses typische, ich habe jetzt da ganz viele rote Striche drin und außerdem eigentlich kontrolliere ich nur die Rechtschreibung. Und dann ist mein Text fertig. Ein typischer Aspekt von Aufsätzen mit niedriger Qualität und Schülerinnen und Schülern mit Problemen im Bereich vom Aufsatzschreiben ist nämlich, dass Überarbeitungen sich hauptsächlich auf formale Aspekte beziehen, zum Beispiel Rechtschreibung. Und dass nicht daran gearbeitet wird im Rahmen von weiterem Planning, dass ein Text auch qualitativ überarbeitet wird. Also sind alle Elemente einer Geschichte enthalten, eine Einleitung, ein Plot und ein Höhepunkt und ein Schluss und so. Das sind so Sachen, die gehören zu Planning und die können dann hinten in der Überarbeitung wieder aufgegriffen werden mit derselben Strukturhilfe, einem Visual Organizer oder einem klar strukturierten Plan, was in jeder Geschichte vorkommen muss oder sollte, kann kontrolliert werden. Sind die wichtigen Aspekte für eine qualitativ hochwertige Geschichte hier alle drin. So viel zu den drei Phasen vom Schreibprozess, Planen, Schreiben und Überarbeiten. IDA-Blog hilft super beim Schreiben und auch beim Überarbeiten. Beim Planen, einer der wichtigsten Aspekte, empfehle ich nochmal einen Visual Organizer oder andere Strukturhilfen oder Regeln aufzustellen, wie man denn Geschichten schreibt oder wie schreibe ich eine Zusammenfassung oder wie schreibe ich auch einen Sachverhalt auf. Wenn wir jetzt weitergehen, dann zeige ich Ihnen als nächstes die Lehreransicht. Ich muss mich dafür ausloggen, weil ich nicht beides gleichzeitig aufhaben kann. So, ach so, nee, das war nicht richtig. So.
Hier habe ich jetzt mein Lehrkraftportal. Und hier sind auch die notwendigen Infos, wenn Sie sowas benutzen wollen, und auch die Admin-Funktion und die Benutzerverwaltung, wie lege ich Klassen an etc. Wenn ich jetzt auf meine Klasse hier gehe, dann bekomme ich eine Info, wie viele neue Texte habe ich, die ich prinzipiell korrigieren sollte. Und die gucke ich mir jetzt an. Und hier steht auch schon, der ist neu, den habe ich schon angefangen zu korrigieren und kann den hier weiter korrigieren und so weiter. Und wenn ich da jetzt drauf gehe und auf Korrigieren gehe, dann kriege ich den Text hier angezeigt. Und das Schöne ist, im Sinne von Peer-Feedback, also quasi Feedback für das Schreiben geben und dadurch auch nochmal wiederholen, was ist denn wichtig in einem Aufsatz. Ich kann direkte Rückmeldung innerhalb dieses Portals an die Schülerin, an den Schüler geben. Die sollte natürlich möglichst positiv sein und auch strukturiert, vielleicht mit einer Zielformulierung dafür, was noch verbessert werden kann. Füge 5 unterschiedliche Satzanfänge ein oder so, könnte eine Zielformulierung sein. Dann habe ich hier die Möglichkeit, weiter zu überarbeiten und die Korrektur abzuschließen. Hier ist die Info, ob der Blog-Eintrag veröffentlicht werden kann. Hier habe ich auch noch eine schöne Möglichkeit für Prozessdiagnostik, also zu sehen, wie verändert sich denn das Schreibverhalten des Schülers oder der Schülerin. Wird es länger? Bei Schülerinnen und Schülern, die sehr schlecht in diesem Bereich sind, noch schlecht. Alle Schülerinnen und Schüler, die schlecht sind, können ja sehr schnell besser werden. Ist es typisch, dass zum Beispiel die Quantität Einfluss auf die Qualität hat? Natürlich nur bis zu einer bestimmten Entwicklung, dann ist das nicht mehr so. Bei mir ist das zum Beispiel nicht mehr so. Aber zu Beginn im Schreiben und bei Schülern mit möglichen Entwicklungschancen in dem Bereich ist die Quantität sehr eng mit der Qualität vernetzt. Das heißt, wir können zu Beginn auch einfach daran arbeiten, zu versuchen, schreibe 3 zusätzliche Sätze oder sowas. Und hier sehen wir also eine Übersicht, was ist da passiert. Hier können wir noch Notizen vergeben. Das eignet sich zum Beispiel, wenn man in der Distanz mit mehreren Lehrkräften arbeitet, dass man hier auch Infos zu den Stärken und Schwächen von Schülerinnen und Schülern einfügt. Wenn ein Kind zum Beispiel sehr sensibel ist oder wenn ein Kind bestimmte Probleme oder bestimmte Stärken hat, kann man das hier vermerken. Und zurückgehen zur Übersicht. Habe ich hier noch die Blog-Einträge, wo ich mehrere Funktionen habe. Und ich habe das hier. Und das ist ganz toll. Ich bekomme für diesen Schüler, diese Schülerin ein Rechtschreib-Kompetenzprofil, in dem die häufigsten Fehlerkategorien, die dieser Schüler oder diese Schülerin gemacht hat, angezeigt werden. Das heißt, ich schreibe ja ganz gerne Hund mit T und ich kann auch Merkwörter, die also keine typischen Regeln beinhalten, nicht so gut schreiben, und die Klein- und Großschreibung. Das wären jetzt hier typische Fehlerbereiche von diesem Schüler oder dieser Schülerin. Und ich bekomme im Anschluss Übungsvorschläge, und zwar direkt markiert nach den Themen, in denen die Probleme benannt wurden und mir aufgezeigt wurden. Wenn wir jetzt an Distanzlernen denken, vereinfacht uns das natürlich zum einen die Arbeit, weil wir direkt diese Übungen freischalten können für diese Schülerin oder diesen Schüler. Und außerdem kriegen wir einfach trotz Distanzunterricht eine Übersicht darüber, an welcher Stelle hat das Kind oder der Jugendliche oder die Jugendliche denn überhaupt im Moment Probleme, auch wenn ich eigentlich gar nicht viel verfolgen kann, weil ich das Kind nicht sehe. Und diese Übungsdatenbank ist auch außerhalb des Aufsatzschreibens zugänglich. Die ist auf der Seite einfach so zugänglich und kann benutzt werden. In diesem Fall ist sie aber besonders hilfreich, weil sie mir in der Reihenfolge, in der die wichtigsten Fehlerkategorien aufgezeigt wurden, direkt auch die passenden Lehrgänge zeigt. Und wenn wir jetzt auf
Online-Übungen, Arbeitsblätter oder einen Online-Kurs gehen, dann kriegen wir Beispiele für Übungen, die wir dann zuweisen können. Das sind ganz typische Datenbanken wie Learning-Apps oder Orthographie-Trainer. Das hier ist zum Beispiel eine Weiterleitung auf Learning-Apps. Das ist der Orthographie-Trainer. Das sind alles Gratis-Plattformen. Die Übungsdatenbank ist prinzipiell einfach auf bestimmte Fehlerbereiche ausgerichtet und an der Stelle sehr gut nutzbar. Und zusätzlich kriegen wir hier oben auch noch sehr ausführliche Beschreibungen, wie werden denn die Fehler, die möglich sind, also nicht nur für unseren Schüler, unsere Schülerin, wie werden die kategorisiert innerhalb von Rechtschreibung? Wir können also auch noch uns hier, wenn wir wollen, über die bestimmten Fehlerkategorien zusätzlich informieren. Hier ist die Übungsdatenbank auch schon angezeigt, online und print. Für beide Möglichkeiten gibt es hier halt diesen Weiterleitungslink und dann kann ich einfach hier Arbeitsblätter ausdrucken und in eine Mappe legen oder per E-Mail schicken. Es ist halt einfach ein PDF. Dadurch kann ich sicherstellen, dass zusätzlich zu dieser Aufsatzförderung auch noch die Rechtschreibförderung gefördert werden kann und zwar sehr gezielt. Und ich kriege auch eine Übersicht mit diesem Strategieprofil und diesem Fehlerprofil, das ich vielleicht sogar für eine Beratungssituation nutzen kann. Und was mir im Endeffekt einen Überblick über die Entwicklung von der Schülerin oder des Schülers gibt und mit dem ich sehr gezielt dann weiterarbeiten kann. So, ja, das ist eigentlich das IDA-Blog-Projekt. Hier sind noch zusätzliche Sachen, die sich auf alle möglichen Infos beziehen, die noch Schreibanlässe und Erklärungen übers Projekt beinhalten, zusätzliche Materialien. Und das ist vielleicht noch interessant. Es gibt Online-Seminare, wo auch immer regelmäßig was Ähnliches gemacht wird, was ich jetzt auch hier mache. Die Einführungsveranstaltungen online zu dem Tool. Wer sich da also noch weiter informieren möchte, kann an dieser Stelle relativ regelmäßig sich in das Tool nochmal einführen lassen, um zu gucken, okay, was ist denn wichtig in der Benutzung? Was ist denn, wie lege ich denn eine Klasse an? Wie gewähre ich Zugriff auf XY und auf welchen Knopf drücke ich in welcher Situation? Damit wären meine Infos zu IDA-Blog jetzt schon fertig. Ja, vielen Dank, Kerstin. Also besonders interessant fand ich ja diesen Teil mit den typischen Fehlerbereichen und den passenden Übungen. Und da kamen auch über den Chat ein paar Daumen rein von den Teilnehmern. Das scheint wirklich eine Funktion zu sein, die besonders interessant auch für die Lehrer ist. Es kam noch eine Frage, ich glaube, ich kenne die Antwort schon, ich stelle sie trotzdem. Das ist jetzt eine Seite mehr für Deutschlehrer. Die Frage ist, ob es auch für andere Sprachen gibt oder wenn nicht, ob du eventuell Kenntnis hast von anderen Plattformen, die dasselbe machen, aber für zum Beispiel Französischunterricht oder Englischunterricht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Tool relativ im Moment einzigartig ist. Das ist ein Erasmus-Projekt, was gefördert wurde und was auch immer noch weiterentwickelt wird. Und ich kenne kein vergleichbares Tool für andere Sprachen. In Französisch bin ich eh nicht Expertin. Englisch würde ich sagen, gerade mit dem amerikanischen Markt gibt es da sicherlich was. Aber dieses Tool ist halt ganz auf Schule ausgerichtet und da kenne ich tatsächlich kein Äquivalent zu, was dann mit anderen Sprachen arbeitet. Und außerhalb des Rechtschreibtools ist es ja egal, mit welcher Sprache man arbeitet, ne? Das ist einfach möglich, aber die Rechtschreibung ist dann natürlich ausgeklammert. Ja, richtig. Gut, also weiter sind jetzt auch keine anderen Fragen reingekommen. Ich sage dir noch einmal vielen Dank für diese Präsentation. Gerne. Erste Ballsaison stand so bei
nächste Career High Buying Webcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Annelie.